Willkommen zurück hier immer noch am Smaragdhain von Baldur's Gate 3. Allerdings sind wir nun darauf und dran, hier mal uns draußen umzuschauen. Wir erkunden alles. Oh, es gibt ein Auto. Wir hatten doch gerade das Musik. Es gibt wieder Musik. Das klingt so, als ob da unten was wäre. Wir untersuchen den Strand. Und da unten steht ein Junge, der heißt Mirkon. Hallo? Aha. Interessant. Listen. Der Junge wirkt irgendwie verzaubert und Musik an einem Meer deutet in der Regel auf nichts Gutes hin. Junge, du solltest besser mal aus dem Wasser kommen. Es ist gefährlich, das ist kalt. Du holst dir den Tod. Don't you hear it? It's so peaceful. Wenn du nicht willst, dass es noch friedlicher für dich auf alle Zeit wird, kommst du jetzt besser vom Ufer weg. No, no. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Das ist keine gute Idee. Ich hab's geahnt. Ja. Everything's gonna be fine once I get there. Nee, das ist gar nicht gut. Oh Gott, Harpien mit Sirenengesang. Oh nein, 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 oh nein. Wir wurden verlockt. Ja. Wir sind verlockt. Oh, Kacke. Boah, und die machen einen Schaden. Heiligsblechle. Okay, ihn kann ich tatsächlich jetzt hier benutzen. Die Frage ist bloß, warte mal. Kannst du dieses Gelächter benutzen gegen sie? Das könnte klappen, Moment. Sie hat leider widerstanden. Ah, Kacke, es hat überhaupt nichts funktioniert hier gerade eben. Warum ist Gale schon da vorne? Warte mal. Kann ich Blindheit wirken auf eines dieser Viecher? 55% Chance. Weil dann ist dieses Vieh auf jeden Fall schon mal... Oder Befehlen? Nee, ich mache jetzt mal Blindheit auf... Nee, die Harpie ist schon angeschlagen. Auf die Harpie hier. Okay, es hat die nämlich einen Nachteil im Nahkampf. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass sie einen Nachteil im Nahkampf bekommt. Und du gehst jetzt dahin, dass die hier beschäftigt ist, diese blöde Harp. Okay, ich kann mich nicht weiter bewegen, schade. Verdammt. Okay, Gale kann was tun. Kann Gale... Gale könnte hier hochgehen. Ich habe eine Idee. Gale, geh mal da hoch. Machen wir eine Donnerwoge auf die beiden. Okay, da ist die Konzentration weg. Das war doch schon mal ein guter Anfang. Und jetzt kannst du nochmal versuchen, sie hier runterzuschubsen, auch wenn es nicht klappt, wie ich es erwartet habe. Aber wir haben das Lied unterbrochen, das war wichtig. Okay, die rennen immer wieder ran und dann rennen sie wieder weg. Der Junge macht sich jetzt auf vom Acker, das ist hoffentlich gut. Und sie greift Astarion an. Autsch. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Also die hat auch schon Schaden genommen. Warte mal, kann ich... Schattenkünste Dunkelsicht? Nein, das ist jetzt totaler Quatsch. Spurloses Gehen bringt mir gerade eben auch nichts. Ich werde mich jetzt hier auch gerade eben nicht tarnen können. Die sehen mich ja alle. Stille... Stille wäre nicht schlecht. Erzeugt eine schalldichte Sphäre. Alle darin verstummen, so wie... Sind immun gegen Schallschaden. Ja, das heißt, die könnten dann nicht singen, die Blöden. Auf der anderen Seite, was bringt mir das? Aber das wäre auf jeden Fall eine mächtige Fähigkeit. Im Notfall. Jetzt greifen wir erstmal die da von hinten an, würde ich sagen, oder? Ich nehme auf jeden Fall erstmal nochmal einen Trank. Und es greifen wir von hinten an. No time for mercy. Jawohl, wenigstens Schaden gemacht.
Ah, jetzt fängt die dann wieder an. Boah, das ist mies. Mhm. Der haut ihm kritisch eine rein. Gale. Oh nein, hör doch auf damit. Lasst euch doch nicht ständig verlocken. Ihr blöde Jane. Kann ich dich schlafen legen? Bei der könnte das klappen. Komm, schlaf mal. Ansonsten, es sind zu viele Trefferpunkte in der Kombination. Aber es reicht schon mal, wenn eine schläft. Die tut dann wenigstens nichts mehr, wisst ihr? Das ist der Gedanke dahinter. So, schon mal... Ja, der ist jetzt wieder verlockt. Das hilft natürlich jetzt niemandem. Okay, sehr gut. Das ist weniger gut. Ich versuche sie einfach mal auszuschalten. Das muss ja mal klappen hier. Okay, dann stellen wir Astarion auf. Und versuchen hier Druck aufzubauen. Gut. Astarion, ganz im Ernst. Ich habe dich gerade eben aufgestellt. Irgendwann ist auch mal gut. Okay, sie ist jetzt wieder am Start. Befehlen. Wahrscheinlich kann ich nichts machen. Bezaubern wird wahrscheinlich bei denen nicht gehen. Ich kann dafür sorgen, dass sie vielleicht jetzt hier im Nachteil sind. Einmal, zweimal. Ja, das reicht fürs Erste, dass sie nicht mehr so leicht angreifen können. Das war mir ein Bedürfnis. Und jetzt schub sie mal. Vielleicht hört sie ja auf. Okay, verdammt. I don't fancy their chances. Das ist ja ein... Nee, das ist kein Konzentrationszauber. Es wird Zeit, dass wir mal Damage machen, Freunde, hier. Dann unterbricht sie bestimmt auch. Go for it. Ja, das hat funktioniert. Wow. Jetzt lockt die da schon wieder rum. Jetzt sind wir wieder verlockt. Ich krieg einen Vogel. Wow. Es ist die große Preiswahl. Kannst du dich hier endlich mal irgendwie tarnen? Nee, kannst du nicht. Du bist wieder mal nützlich wie nochmal was. Das Gelächter auf sie anwenden, 60%. Nee, will auch nicht funktionieren. Hier will gerade gar nichts funktionieren, wenn ihr mich fragt. Okay. Ich komme wieder nicht ran. Immerhin 3 Schaden. Wir versuchen jetzt... Nee, volle Power auf sie. So, da ist die Verlockung wieder weg. Huhuhu. Junge, renn weg. Und bleib dieses Mal auch weg. Jetzt hoffe ich mal, dass es endlich mal klappt hier. Wow, endlich mal so ein Vieh hier zu töten. Und jetzt gehen wir noch ran an sie. Hauen sie um. Yes! Eine ist noch übrig. Die ist jetzt gerade eben wieder wach geworden. Nice. Und ich kann endlich mal... nichts tun. Doch, ich kann was tun. 13 Schaden können wir machen. Jetzt kommt sie runter und hau das Tarion gleich wieder um. Aber keine Sorge, Astarion, wir werden uns um dich kümmern.
sobald wir sie getötet haben. Sie hat immer noch Lebenspunkte. Einen, um genau zu sein. Darf nicht wahr sein. Okay, geschafft. Was für ein Fight, ey. Are they gone? Ja, sie sind weg. Alles in Ordnung bei dir? No. Yes. I mean, I don't know. Erstmal tief durchatmen, Junge. Du bist jetzt erstmal in Sicherheit. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donnie. Tell him you want to see the dragon's lair. Einen Donnie. Okay, einen Donnie. Oh, und da können wir mit Gale reden. Moment. That scamp reminds me of myself when I was a nipper. Always getting into trouble. Okay. Ihr habt euch wohl mit vielen Harpyen getroffen, wie? And worse. One time, my parents denied me a kitten, so I summoned myself a Tressim. Ah, dear old Tara. Beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see. Of course, my considerable talent didn't hurt either. Ja, angibt. Well, that depends on who you ask, I suppose. I may have summoned things rather more exotic than a winged cat. Zum Beispiel? There was that magma mephit once. Nice fellow, we kept in touch. Of course, in walked the housekeeper, screaming, yelling, panic, and before you know it, fire everywhere. Anyway, I'm glad we got that boy out of his predicament. Poor lad would have been harpy feed if it wasn't for you. Okay, ich sehe schon, dass Gale erinnert mich so ein klitzekleines bisschen an den Pen-and-Paper-Charakter, den ich mal selber gespielt habe. So einen richtig sorglosen Magier, so nach dem Motto, ach, passiert schon nichts. Alles gut. Oh Gott, ey. Igitt, diese Harpien. Ich weiß nicht, stinken die auch so in dieser Welt oder ist das nur in manchen Fantasy-Welten so? Also ich kenne Fantasy-Welten, in denen die wirklich übel stinken müssen. Also zwar sehr, sehr verlockend aussehen, aber übel stinken müssen. Ich weiß nicht, ob das bei denen der Fall ist. Was haben wir da oben? Schreibt mir es mal in die Kommentare, falls ihr das wisst. Da liegt was rum, Knochenhaufen. In einer leeren Flasche. Aber da unten scheint es weiterzugehen. Ja, da ist auch eine Holztruhe. Hoppelti, hoppelti, woppelti, wopp. Und ich habe hier irgendwie EP gerade bekommen. Warum auch immer. Aber wir nehmen es. Da kann man auch hin. Na, da hinten geht es nicht weiter. Da kann man bestimmt rüberspringen. Hoppala. Wir sind halt quasi scheintot. Also wir müssen eigentlich bald lagern, bevor wir das größer machen. Kann, oh Gott, da kann ich glaube ich nicht drüber springen. Vielleicht. Warte mal, es gibt eine Stelle, die ich immer wieder ganz, ganz kurz hier schaffe. Nee, ich brauche jemanden, der mehr Stärke hat. Wir hatten die höchste Stärke. Wir haben keine gute Stärke. Du hast 13, du hast 8. Ach, wow. Sie ist die stärkste von uns. Okay, meine Liebe, dann spring mal rüber. Schaffst du das? Tatsache. Die ist ja drauf. Und dann noch hier hoch. Ein Ring der sprühenden Farben. Und Vorrat, jawohl. Und dann sind hier nochmal ein paar Sachen zum Lesen. Die nehme ich einfach mal direkt mal an mich. Und dann können wir sie ja mal kurz mal lesen. Ein Brief. Miriam, verzeih, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Es ist viel geschehen. Zunächst eine gute Nachricht. Maggie Zweifinger wird dich nicht mehr belästigen. Ich habe ihr alles zurückgezahlt. Es tut mir leid, sie hätte deinen Namen nie erfahren dürfen. Und nun die schlechte Nachricht. Meine Liebste, ich komme nicht nach Hause. Zumindest noch eine ganze Weile lang nicht.
Das Geld kam von einer Söldnergruppe, deren Namen ich dir besser nicht verrate, und ich habe zugesagt, im Gegenzug im Eiswindtal einige Aufträge zu erledigen. Sie haben mich im Voraus bezahlt, weil... Götter, es ist so seltsam, das zu schreiben. Weil sie einen Hexenmeister brauchten, weil sie mich brauchten. Ich willigte in das Angebot des Cambions ein. Ich sage nicht, dass ich keine Wahl hatte, weil das gelogen wäre, aber ich bereue es nicht. Ich bin ein neuer Mann. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben stark. Abgesehen davon, dass ich mitten in der Nacht durch den Geruch von Schwefel erwache, habe ich keinen Grund zur Klage. Er kommt gerne vorbei, um zu sehen, wie alles läuft. Wenn du nicht auf diesen Brief antwortest, verstehe ich das. Und wenn du nicht willst, dass ich zurückkomme, nun, auch das verstehe ich. Ich liebe dich, Miriam, und ich will, dass du glücklich bist. Auch wenn du es nicht mit mir bist. Edmund. Das ist wahre Liebe, Leute. Und was ist das hier? Ein rätselhaftes Buch. Ein rätselhaftes Tagebuch. Bisher haben wir Musharibs Anweisungen befolgt, aber es ist eigenartig. Wir sind bisher keinerlei Kreatur begegnet. Wir hören nur seltsame Geräusche aus allen Richtungen. Wir können nicht schlafen und der festgetrocknete Schlamm an meinen Stiefeln macht sie doppelt so schwer. Hoffentlich finden wir... Punkt, Punkt, Punkt. Heute Morgen sind mir noch mehr Haare ausgefallen. Ich wusste, dass meine Rückkehr Nebenwirkungen haben würde, aber ich dachte nicht, dass es so... Punkt, Punkt, Punkt. Irak. Ich höre ihn lachen. Das Klagen der Umuaner dröhnt im Hintergrund wie ein Chor. Wozu dient diese Hölle? Er spricht durch die Wände, die Decke, den Boden. Ist er das Grab? Ist er? Punkt, Punkt, Punkt. Auf der letzten leserlichen Seite befindet sich eine grobe Kohlezeichnung des Gesichts eines Bartteufels, dessen Mund in einem stummen Schrei offen steht. Was auch immer das bedeuten soll. Okay, ich muss hier runterspringen. Hoppala. Dann geh mal da ein. Also ein bisschen Körperkraft zu haben, schadet nicht, ich sag's euch. Gut, dann übernehmen wir wieder, schließen die Gruppe wieder und gehen hier wieder runter. Man sieht es ja schon auf der Karte, ne, dass wir da nicht weiterkommen. Hoppala. Das ist ja zum Glück alles wunderbar hier ersichtlich. Das ist das Schöne daran. Das Schöne darin, also in der Karte. Boah, voll ekelhaft diese Viecher, ey, ich sag's euch. Aber immerhin, hey, konnten wir diesen Jungen retten und jetzt können wir mit irgendeinem anderen Jungen, ich glaube Dori, der heißt wie ein Fisch, da geht's auch irgendwo hin, können wir auch nochmal reden. Okay, Leute, warte mal ganz kurz hier. Kann ich da rüberspringen? Mal gucken, eines nach dem anderen. Also hier komme ich hin. Hier komme ich auch hin. Doch, ich komme da hin. Sehr gut. Boah, aber wie knapp, ey. Hello there. Eine Truhe. Oh. Pfeil des Feuers. Ein Kurzbogen. Gut, nehmen wir an uns. Kann man da irgendwie noch hin? Nee, nicht so. Kann ich hier runterspringen? Nee, das ist nicht begehbar. Okay. Dann wieder zurück. Dann hier noch hin. Haben wir immer noch mal ein Goodie eingesammelt. Gut, Leute. Dann... Können wir hier hinten noch was gucken? Da waren wir nämlich auch noch nicht. Oh, da liegt auch noch Zeug rum. Ja, ja, ja. Gerippe. Knochenhaufen. Eieiei. Ein Messer, immerhin. Nochmal ein Knochen. Ein anderer polierter Dolch. Okay, ich kann auch die Gerippe mitnehmen, wie ich gerade eben sehe hier. Ja, dann nehme ich sie halt mit. Hier ist sonst nichts mehr. Also, dann gehen wir wieder hoch. Und dann sollten wir demnächst mal rasten, weil ganz im Ernst, mit der Truppe gehen wir nirgendwo mehr hin. Aber wir müssen halt auch noch wohin.
Ja, lass uns mal gerade eben mal hier im Heiligen Becken jetzt einfach mal eine Rast machen, würde ich sagen. Das würde mir momentan, glaube ich, gerade zu Pass kommen. Zum Lager. Mhm, mhm, mhm. Hier will gerade eben noch keiner mit mir reden. Gibt es hier irgendetwas, was wir einsammeln? Ich will mir jetzt mal diese Invasionspläne für die Schwertküste mal anschauen, verdammte Axt. Oh. Lazarus heißt er. Diese Karte der Schwertküste reicht von den lichten Wäldern von Tethir bis zum kalten Grab der Welt. Die Topografie der Karte ist, ob der uralten Türme und ständigen Weiterreichens von einer sterblichen Hand in die nächste verblasst. Okay. Bücherstapel ohne Bücher. Er ist jetzt also hier. Hallo. Ah, another. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Okay. Er ist also jetzt einfach hier. Warum helft ihr mir eigentlich? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber was genau seid ihr? There are many answers to that question. None are important. Skelette können normalerweise nicht reden. Correct. Erklärt ihr mir trotzdem, warum ihr es könnt? No. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ihr habt irgendetwas sortiert. Was genau macht ihr da? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Okay, also ich kann Söldner anheuern? Werden diese Mietlinge bereitwillig zu mir stoßen? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Okay. Glaubt ihr, ich kann diesen Kultisten trauen? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee. To undertake. Mhm. Ja, gut, also beeindruckend. Könnt ihr mir noch anderweitig helfen? Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Das heißt, du kannst uns wiederbeleben? Das ist mächtige Magie. Wie könnte das so einfach? Because it is my calling. There is little else to explain. Okay. Es ist halt so. Akzeptiere es. Ihr habt von Kosten gesprochen. Wie hoch sind die? A matter of coin. Mhm. Money sink 200 Gold. Das ist ja empörend. Okay. Und was ist, wenn ich nicht so viel habe? Then I shall wait here patiently until it is acquired. I see. Das ist ja empörend. Such is life. Outrage leading to a singular end. Okay, ich habe verstanden. Ich kann noch meine Klasse bei ihm ändern. Und ich werde mal über Mietlinge mit ihm reden. Very well. Einen Mietling rekrutieren. Okay, ich kann einfach irgendeines. Okay, ja, dann. Nö, also ich muss jetzt nicht irgendwie einen Mietling rekrutieren. Sehe ich jetzt gerade eben nicht unbedingt als Notwendigkeit an. Ich habe genügend Leute und weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Wenn ich ehrlich bin. Da steht Lezelle rum. Die hat immer noch dieses Schwert, das wir dem Dämon abgenommen haben. Ja, komm, wir legen uns jetzt schlafen. Ist gut. Jetzt kommen sowieso erst noch die Gespräche. As I knew. Erstmal zu Schattenherz. Gehen wir sie einzeln ab.
Finally, some good fortune. Come morning, we know what to do. The sooner we find the Druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Ja, ich sehe es wie ihr. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Okay, wer denn, wenn ich fragen darf? Let a girl have some secrets. Was there anything else? Sie deutet's an und dann macht sie sich wieder rar. Also die ist schwierig. Okay. Will ich das wirklich machen? Nein, das ist ja unfair. Nee, ich glaube, das würde sie hassen. Ich frage aber mal, wie fühlt ihr euch? The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Fesseln und ein Heilmittel suchen? Ich würde nicht zögern, euch von eurem Leid zu lösen. Und zwar sofort. Ja, das würde ich machen. Wise. Though, I hope you'd miss me after I'm gone. I think I would, if the positions were reversed. Das ist ja nett. But you're right. If we're to make it through all this, there can be no room for hesitation. You're doing well. It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. Ja, gut's Nächtle. Okay, das Gespräch lief ja überraschend gut. Und Astarion möchte auch sprechen. You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring, when we find the druid. Will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Der sieht echt geknüppelt aus, ey. Okay, nö, also warum nicht? Also ich meine, wir können trotzdem noch zusammen rumziehen, wenn... Ha, nee, wir fragen mal, was denn? Werdet ihr mich vermissen? Why not? You've been to the hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Danke. Das ist sehr, sehr freundlich. Und ich dachte, ihr mögt mich nicht. You have your charms more than you think. The smile on his pretty lips is a touch too composed, a bit too perfect. He may not mean a word he says. Er ist halt einfach ein verdammt guter Schauspieler. Tja, vielleicht sollten wir uns gegenseitig etwas besser kennenlernen. A delicious thought, but... Ja, ganz cool, Junge. Ich mach doch nur Spaß. Hm? Yes. Of course, me too. I think I'll just clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Tja, das Spielchen kann man auch zu zweit spielen, mein Freund. Dann auf zu Lizelle. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Die Frau ist echt schräg, ey. Was meint ihr mit Tränen? Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Clear. Okay, stammen alle Githyanki von diesen Tränen? Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousin's throats at the Varsh's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Okay, ja gut. Aber ich rede trotzdem noch mit Will. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel?
Ich würde mal sagen, überraschend gut trotz allem. Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Okay. Aber das ergibt doch keinen Sinn. Warum haben wir uns noch nicht verwandelt? Ich meine, alle erwarten das von uns und wir enttäuschen sie. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Wohl wahr, wohl wahr. Hier gibt's schon wieder Wermut. Lagerkasten. Okay, nice. Gold. Ich weiß nicht warum, aber das Gold. Ein Eimer. Ja, ich glaube, ich habe ja jetzt schon alles gesehen. Da liegt immer ein Ball rum. Ich weiß nicht warum. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Also Leute, schlafen geht's halt. Ach ja, da war ja was. 40. Also ich habe auf jeden Fall nochmal für zweimal Rast Easy Going was dabei. Jetzt gucke ich mal, ob ich das irgendwie zusammenstückeln kann. Irgendwie auf andere Art und Weise jetzt hier, ne? Muss halt irgendwie auf die 80 kommen. Das verbraucht auf jeden Fall schon mal eine Menge Zeug. Die Zucchini ist 7 wert. Okay, da steht jemand bei den Entwicklern auf Zucchini. Okay, das reicht. Lange Rast. Und da schleicht ein Astarion in der Nacht herum. Interessant. So, uns geht's wieder gut. Du kannst hier auf jeden Fall schon mal den Beistand jetzt hier casten. Und den habe ich grandios verkackt, weil nicht alle beieinander standen. Scheiße. So ein Kack. Okay, das machen wir gleich draußen nochmal. Ungünstig Lager verlassen. Ja, das muss ich noch lernen, Leute. Jetzt habe ich halt die Stufe 2 Zauber halt alle verbraten. Naja, okay. Yes. Man lernt nie aus. Gut. Never a dull moment. Wir haben ansonsten jetzt hier nichts, was wir noch tun könnten. Wir haben eine Aufgabe. Moment, wir haben mehrere Aufgaben. Hier zum Beispiel die Klinge der Grenzen. Jage Karlach. Gibt's hier. Dann haben wir hier noch. Rette die Flüchtlinge, kehre zu Zevlor zurück. Finde die Githyanki-Krippe in der Richtung. Hier unten ist... Stelle Nachforschungen zu Kaga an. Und hier rette den Druiden Halsen. Okay, also wir müssen jetzt sowieso erstmal raus... Halt, ne Quatsch. Ich hätte es glatt vergessen. Wir müssen einen Tieflingsjunge namens Dori finden. Du heißt nicht Dori, du bist Arabella. Oh, warte mal, wie geht's dir eigentlich, Mädel? You ever scare me like that again and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Ach, alles gut. Ich hoffe, wir sehen uns unter besseren Umständen wieder, oder? Ja. Ich würde sagen, behalt deinen Langfinger ab jetzt besser bei dir, oder? Ach nee, ich bin einfach freundlich. Komm, was soll's. Das sollen die Eltern machen. Likewise. Arabella? Thank you. For helping me. Was? Arabella ist sicher, dass die Eltern für ein Eingreifen dankbar sind. Du erhältst Komiras Medaillon, tanzende Lichter. Wait, what? Was? Wer hat das bekommen? Watch your back.
Muss man gerade mal gucken. Wer, hä, wo ist es denn? Ach, da ist es. Okay, was macht diese tanzende Lichter? Erleuchtet einen Radius von 9 Metern. Das kann doch mal jemand anziehen. Also nicht wir, denn wir haben schon eine Halskette, das mit dem Toten sprechen, aber... Ja, du. What's next? Die Schattenpriesterin darf bei uns Licht machen, by the way. Achso, ja, und sie hat noch Ring der sprühenden Farben. Den darf sie auch anziehen. Wir müssen auch Sachen nochmal verkaufen, wo ich gerade eben dabei bin, ne? Wie ich gerade eben hier realisiere, es könnte Sinn machen, Sachen zu verkaufen. Gedanken wahrnehmen hat sie hier immer noch. Gott, ey, so viel Zeug. Ich ordne mal gerade eben nochmal schnell. So. Sprühende Farben, das gebe ich nochmal ihm. Mit Toten sprechen gebe ich nochmal ihm. Feuerpfeil. Ja, ist irgendwie sinnlos, das ihm zu geben. Das gebe ich mal ihr, falls sie mal den Feuerpfeil abfeuern soll. Und was ist das zur Hölle? Verzehren? Wait, what? Ach Gott, ich weiß, was das ist. Oh, jemine, oh, jemine, oh, jemine. Brief the Straw. Brief vor allem, genau. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich diese Würmer mir ins Gehirn packen soll. Wir werden sehen. Diese Entscheidung steht noch aus. Du bist Mattis? Ja, du bist eh kein Kind. Doni? Habe ich mich vertan? Doni oder Dori? Doni oder... He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Ah, das ist der Richtige. Doni, richtig, ich möchte gern den Drachenhort sehen. He nods, then reaches for a concealed hatch. Danke, dass du mir die Tür gezeigt hast. Der kann wohl nicht wirklich reden. Hallo? His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Okay, er kann wohl nicht wirklich reden. Eine verborgene Luke. Hallo? Ein Drachenhort. Weidentruhe ist da drüben. Huch, was ist das? Hallo? Da sind Tieflingskinder. Saki? Siffi oder Silly? Saki, hallo? You don't look so tough. Mulfort of a hobgoblin all by herself. Schon wieder dieser Mol oder diese Mol. Ah, das Mol. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. Messing with our business. Yeah? You scared the life out of little Sylphie. Now, you're going to pay for it. Bitte was? Ganz ruhig, Junge. Ich leg mich doch nicht mit einer Bande an. Okay, eine Kinderbande. Ich versuche mal seine Gedanken wahrzunehmen, oder? Wie gut ist meine Chance da? Ich glaube, das ist erstmal... Ja, ich habe da eine höhere Chance. Wir holen uns den Bonus. Dann schaffen wir es vielleicht. Also gut, wir hätten es auch so geschafft. Hä, ich habe... Das ist irgendwie ein anderer Wurf, als ich erwartet hatte. Da stand eigentlich dran Weisheit plus 2. Nobody messes with my family. I'm all they've got. Okay, der ist ziemlich tough, der Junge. Ihr wollt euren Leuten keine Scherereien machen. Ich wollte euren Leuten keine Scherereien machen. Hätte vorsichtiger sein sollen. Also der bedankt sich jetzt gar nicht irgendwie dafür, dass sie den anderen gerettet haben. Is that right? Fine. You get one more chance. We're done here. Get lost. Wow. Warum ist der so unhöflich?
Ich verstehe es nicht. No, don't shake me again. Mole, help. Ach, deswegen? Ernsthaft? Deswegen? Das ist der Milkon. You came. I have... Here. Mole said I should thank you properly for the harpies. So I wrote you a story. Also, die sind aber sehr, sehr selektiv dankbar hier. Ja, du bist ja ein ganz schlauer, lieb von dir. Dankeschön. It's about you. I hope you like it. Milkons Geschichte. Es war einmal ein Junge an einem Strand. Er sah ein Harpiennest. Er war ein ausgezeichneter Kletterer. Er wollte nach oben zu dem Nest klettern, um etwas daraus zu stehlen. Aber die Harpie war sehr gemein. Sie stimmte ein Lied an und der Junge vergaß, was er tat. Doch dann kam ein Glücksritter vorbei. Der war sehr stark und tötete die Harpie mit einem Schlag und rettete so den Jungen. Dem Jungen war so kalt und er hatte Angst. Er stand im Wasser und fror bitterlich. Aber... Oh, der Witz ist mit dem Kalt, wusste ich nicht, dass es so kalt ist. Ich habe da vorhin einen Witz gemacht. Aber der Glücksritter hatte ihn gerettet. Der Junge bewunderte den Glücksritter. Der Junge wollte so sein wie er. Er wollte stark sein und andere in Not retten und nie wieder Angst haben. Genau wie der Glücksritter. Ende. Ja, das ist das, was man von einem Kind erwarten kann, möchte ich mal behaupten. Na, Mol? Little slow on the uptake, aren't you? Any reason you're still here? Ich hab doch nur mit dem Mol geredet, mit deinem Kumpel da geredet. Okay. Interessant, interessant. Geht's hier noch irgendwo hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, das. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Kann man da rein? Okay, wir passen da nicht rein. Wir hätten auf jeden Fall etwas... Warte mal. Hatte ich nicht irgendetwas, was mich verkleinert? Öl der Verkleinerung. Ziele müssen SG-11 Konstitutionswurf bestehen oder sind bei Stärke und Rettungswurf einen Nachteil. Außerdem erhalten sie einen Malus... Ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber ich bin jetzt mal so kackendreist. Wobei, ganz im Ernst, bevor ich das mache, ich weiß nicht, wie die reagieren. Ich möchte vorsichtig sein und speichere jetzt kurz mal hier meinen Progress, bevor ich jetzt hier etwas Dummes tue. Ne? Ausnahmsweise mal nicht, dass der Junge sauer wird. Achso. Waffe überziehen? Ach so, das ist gar nicht zum Trinken. Ah, okay, dann hat sich's erledigt. Ich dachte, ich kann mich damit verkleinern. Aha. Das ist wie eine Weidentruhe. Die Frage ist, wie kommt man da rüber? Warte mal. Du. Nee. Er kann sporten. Ich habe ihm leider nicht den Zauber gegeben, dass er weiter springen kann. Das bereue ich jetzt ein bisschen. Nee. Das schafft sie nicht. Okay. Das war jetzt wenig, Kinder. Das war jetzt wenig. Dafür, dass... ich da dem Bub da das Leben gerettet habe. Da unten geht's auch noch weiter. Da ist nochmal ein Rucksack. Ein ganzes Hühnchen. A wie Azut und andere Götter, Band 6. Erasmus, wer bist du? Goblins, Druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Sehr hilfreich. So. How long do you think we've got before the goblins come? Zwei aktualisierte Tagebucheinträge. Okay, ich gehe mal hier runter. Hier ist niemand, aber was macht ihr jetzt hier?
Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. Roland, warte mal, ich sollte mit irgendjemandem noch reden. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Ich dachte, sie hätten sich zum Bleiben entschieden. Ihr tut das Richtige, die Tieflinge brauchen hier Hilfe. Oder warum habt ihr es so eilig? You don't understand. My apprenticeship with Leroican begins shortly. I cannot be late. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. Ach, er hat einen Termin. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramazir's Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Ja, okay. Oh, ich kann als Baldurio noch was sagen. Ich habe etwas in ihm gehört, aber nicht nur Gutes. Also wahrscheinlich auch das, was jetzt gerade eben Gale gesagt hat. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Ja, genau, wir werden schon sehen. Berühmte Worte, Tantchen Ethel. Ah, it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of color in those cheeks, Petal. Are you harsh, cold, feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Okay, eine nette Alte. Seid ihr eine Alchemistin? Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Mhm. Aha! Ja? You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Und was ist das, wenn ich fragen darf? Oh, tis just a healing potion, nothing fancy. Here. Ja, dann danke schön. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Ist das ihre Verkaufsmasche, oder? Also, mir ging es auf jeden Fall schon mal besser, es ist schwer zu erklären. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. Oh. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Krass. She sounds positively demented. I love it. Let's tell her everything. What is it, Petal? What's wrong? Oh, wie geil der Einwurf von Pastarion gerade war. Ja, also ich habe einen Gedankenschinderparasiten mit meinem Kopf. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but... Yes, I may have something at home. Zu Hause? Und was hast du da? I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there.
Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Ja, dann zeig mal deine Waren. Hey, bother. Nice. Ah, und jetzt ist auch das Handeln automatisch eingestellt. Sie hat, oh, mächtige Heilung und normale Heiltränke und jede Menge Geld. Dann hat sie hier noch den Trank der Unsichtbarkeit. Korlons Gnade. Faustkämpfer Naturtalent. Du erhältst einen Bonus von +1 auf waffenlose Angriffe und Schaden. Ungebrochener Widerstand. Wenn du, wenn der Anwender keine Rüstung trägt, erhält er einen Bonus von +1. Wait, what? Das ist die ultimative Mönchswaffe hier. I take it. Ich nehme 3. Und dann werden wir noch andere Sachen kurz mal in den Waagschale werfen. Hier, genau. So ein Kram hier. All den Kram hier. Tantchen hier. Ethel macht mich gerade eben sehr, sehr glücklich. Ja, diese ganzen Briefe hauen wir weg. Wobei, nee. Brief des Drow behalten wir. Was ist das hier nochmal? Ach, ich kann es gerade eben nicht lesen. Tut mir leid. Ich behalte diesen Brief nochmal. Mirkons Geschichte behalte ich auch nochmal. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Ne? Ich behalte das nochmal. Also, ich werde diesen Kampfstab nicht brauchen. Pfeil des Feuers. Das gebe ich, glaube ich, Astarion noch. Diese Seelenmünze sind ganz schön was wert. Gifte. Überzieh deine aktive Waffe mit Gift. Wenn du einen Gegner triffst, muss er einen SG von Konzentration oder ist vergiftet. Möglicherweise sollte ich... Ja, wobei... Elixier der Hügelriesenstärke. Oh. Gegengift. Also wir haben einiges cooles Zeug. Aber es reicht nicht. Das ist teuer. Mehr Heiltränke wären cool. Das Problem ist, jetzt wird es aber auch teurer dadurch. Aber ich will dieses Item. Boah, ohne Witz. Ein Kampfstab. Ach Gott, ich darf das... Ah, ich benutze die ganze Zeit die falsche Waffe. Das ist Beidhändig. Jetzt habe ich es gerade zum ersten Mal gesehen. Okay, Leute. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich kämpfe die ganze Zeit mit einer Waffe, die ich nicht benutzen darf. Ich habe zum ersten... Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Peg. Okay. Ja, wo ist das Teil hier? Ja, genau. Das war nämlich der Irrtum mit dem Kampfstab. Und jetzt habe ich hier, wie ihr sehen könnt... Das ist ja auch beidhändig kämpfen. Hä? Ich verstehe es nicht. Aber egal. Faustkämpfer Naturtalent. Du erhältst einen Bonus von +1 auf waffenlosen Angriffswürfen und Schaden. Das ist total cool. Wir haben waffenlose Angriffe. Ja. Das macht hier schon richtig Damage dadurch. Oh, ich habe dieses mysteriöse Artefakt hier abgenommen. Okay, ich kann es jetzt nicht mehr wegnehmen. Egal. Ich bin gerade eben sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Wir machen beim nächsten Mal weiter, Freunde. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.